Hallo, ich bin Julia. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank fürs Zugucken. Was für eine schöne Reihe. Visionen für ein gutes Leben. Ich freue mich total, dabei sein zu können. Ich habe mich übrigens auch schon hier so hingesetzt, damit das wahrnehmungspsychologisch hier nach rechts oben geht. So Linien im Bild sind gut, wenn sie nach oben gehen. Das verbinden wir mit etwas Positivem. Es geht aufwärts. Das macht die Deutsche Bank auch so in ihrem Logo. Und das geht auch so nach rechts oben. Und das funktioniert nur in Kulturen, die von links nach rechts lesen, aber das sind wir hier jetzt ja. Und ich mache das jetzt nach, damit wir espritvoll und auch wahrnehmungspsychologisch hier gut in diese Reihe starten. Ich glaube, wir brauchen eine Transformation, weil die Gegenwart äußerst bedrängend ist. Wir sehen das jetzt noch viel mehr in dieser globalen Pandemie gerade, aber auch schon vorher haben wir es gesehen. Wir haben im ganzen Bereich Fürsorge, Care, also zum Beispiel Gesundheit, Erziehung, Pflege, haben wir eine Situation, wo Menschen sehr prekär arbeiten, wo wir zu wenig Personal haben und wo eine Marktlogik eigentlich nicht mehr funktioniert. Das hat sich besonders jetzt nochmal erwiesen in dieser Krise. Gerade in dieser globalen Gesundheitskrise, aber auch davor schon, wo Pflegerinnen nicht vernünftig arbeiten können, aber auch die Menschen, die sie behandeln, nicht vernünftig behandelt werden können, sondern selbst in einem einigermaßen wohlhabenden Land wie Deutschland zum Teil blutig entlassen werden. Wir haben auch in anderen Bereichen schon lange eine Krise, zum Beispiel im Bereich der Ökologie. Viele Fluchtursachen sind heute schon begründet in der Klimakrise. Zum Beispiel haben Dürren in Syrien mit dazu beigetragen, dass dort der Krieg sich ausgeweitet hat. Wir haben eine Krise im Bereich der Migration. Menschen können nicht dorthin, wo sie gerne leben wollen und wo sie gut leben können. Es sind so viele Menschen wie nie zuvor auf der Flucht, unter anderem deswegen, weil unser Wirtschaftssystem den globalen Süden ausbeutet und die Menschen in die Flucht zwingt. Und das Ganze spitzt sich jetzt gerade in dieser globalen Pandemie nochmal zu. Besonders die ohnehin schon Ausgegrenzten und Armen wird es treffen. Also tatsächlich Arme, die so schon schlecht leben konnten, aber jetzt noch weniger die Möglichkeit haben, gerade in dieser Krise zum Beispiel an Essen zu kommen, die ihre Arbeiten verlieren, die ihre Wohnungen verlieren, weil sie die Miete nicht mehr zahlen können. Das heißt, die Zahl der Wohnungslosen wird sich mutmaßlich auch weiter erhöhen. Weil, und dort haben die Menschen überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, an einigermaßen vernünftige Hygienestandards zu kommen, wenn sie auf der Straße leben. Ähnlich bei Menschen, die als Refugees in Camps leben, wo sie auch nicht die Möglichkeit haben, zu physischer Distanz oder zu einigermaßen vernünftigen Hygienemaßnahmen. Darüber hinaus zeigt sich mit Corona jetzt auch nochmal, was viele Forscherinnen und Forscher im Bereich der Umweltwissenschaft sagen. Diese Pandemie ist erst die Spitze des Eisbergs, die wir sehen, denn es schlummern noch sehr viel mehr Erreger und Viren in entlegenen Regionen dieser Welt. Und was ich auch erst im Zuge dieser Pandemie jetzt erfahren habe, ist, dass daran auch unser Wirtschaftssystem schuld ist, denn dadurch, dass der Mensch in Form von großen kapitalistischen Industrien immer weiter in entlegene Regionen vordringt, wie zum Beispiel in Urwald, in Urwälder, fördern wir dort eigentlich erst Erreger zutage, die dort eigentlich in Tieren vor sich hin schlummern könnten. Aber wenn du eben den Baum einer Fledermaus fällst, die ein Virus in sich trägt seit Millionen von Jahren und evolutionär daran gewöhnt ist, dann, und du fällst aber diesen Baum, weil du eine Sojaplantage dort anpflanzen möchtest, dann sucht sich die Fledermaus einen anderen Baum und der ist vermutlich in Vororten, auf Farmen, in Gärten von Indigenen. Und so findet ein Tier-Mensch-Kontakt statt, der vorher nicht stattgefunden hat. Und drei Viertel aller Pandemien finden über diesen Tier-Mensch, aller Infektionskrankheiten finden über diesen Tier-Mensch-Kontakt statt. Das heißt, diese globale Pandemie und diese Gesundheitskrise zeigt nochmal dringlicher, dass wir eine neue Vision für unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Zusammenleben brauchen. Und ich möchte noch ergänzen, dass diese Krise jetzt auch zeigt, dass es nicht nur jetzt notwendig ist, sondern dass es auch jetzt
besonders möglich erscheint, mit einer Idee von Transformation durchzukommen. Denn vieles, was nicht denkbar schien bisher, ist plötzlich möglich, dass sich zum Beispiel Staaten, die vorher keine Schulden aufnehmen wollten, jetzt wieder verschulden, um die Menschen zumindest ein bisschen sozial aufzufangen, die jetzt unter dieser Krise leiden. Es erscheint auch ein Diskurs möglich darüber, welche Wirtschaftsbereiche finden wir eigentlich sinnvoll. Also Menschen streiken in vielen Fabriken, in Callcentern gerade und sagen, ich möchte hier eigentlich keine Düsentriebwerke mehr herstellen, wie bei General Electric in den USA, wo Menschen gestreikt haben, sondern wir wollen hier Beatmungsgeräte herstellen. Und diese Frage könnte sich ja jetzt über die momentane Situation hinaus etablieren, dass Menschen tatsächlich anfangen zu diskutieren, welche Wirtschaftsbereiche brauchen wir eigentlich? Denn plötzlich finden wir ja, und nicht nur wir, die das vielleicht schon länger tun, sondern auch Regierungen, ganz andere Wirtschaftsbereiche als systemrelevant, als das bisher der Fall war. Deswegen glaube ich, ist eine Vision für eine Transformation nicht nur gegeben, sondern auch trotz dieser Krise, in der wir gerade sind, vielleicht durchaus chancenreich. Ich spreche in diesem Zusammenhang von einer Erzählung und möchte kurz sagen, warum. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass wir in Erzählungen leben. Wir erleben gerade zwei große Erzählungen. Das eine ist die extrem rechte Erzählung, die verspricht ein gutes Leben nur für die Volksgemeinschaft und funktioniert über Ausgrenzen von anderen. Das andere ist die Erzählung, jeder kann es schaffen, wenn er sich nur genügend anstrengt. Die Erzählung der letzten 30 bis 40 Jahre, die neoliberale Erzählung. Und die funktioniert auch über Ausgrenzen, nämlich von all denen, die es nicht schaffen, die sind dann angeblich selber schuld. Der globale Süden ist selber schuld, dass er es nicht schafft, weil er nämlich dann als rückschrittlich gilt. Frauen sind selber schuld, wenn sie weniger verdienen, weil sie nicht so viel verdienen. Hartz-IV-Beziehende sind selber schuld, weil sie sich angeblich nicht angestrengt haben. Das heißt, auch diese Erzählung funktioniert über Ausgrenzen und auch diese Erzählung stimmt nicht und wird nicht zu einem guten Leben führen, denn ganz viele Menschen strengen sich an und schaffen es trotzdem nicht zu einem guten Leben. Allein in Deutschland ist jedes fünfte Kind von Armut bedroht. Trotzdem lebt vor allem diese Erzählung weiter durch viele kleine Geschichten. Also, wenn du genug Steve Jobs Biografien liest, dann schaffst auch du es out of the garage. Und wenn du mutig genug bist und von einem Gipfel springst in einem Wingsuit, dann verleiht Red Bull dir Flügel. Und wenn du deinen Körper genug tunst, dann überreicht Heidi Klum dir ein Foto. Das heißt, auch wenn kaum jemand mehr sich traut, diese Geschichte zu erzählen, jeder kann es schaffen, außer vielleicht ein paar FDPler, ist sie trotzdem noch lebendig durch viele kleine Erzählungen, unter anderem auch in Kulturprodukten und in unserem Alltag. Und ich glaube, wir können dem und müssen dem eine eigene Erzählung entgegensetzen. Eine Erzählung, die vielleicht mehr zu unserem Leben passt, nämlich eine Erzählung von Solidarität und von Empathie und von Verantwortung. Denn das erleben wir mindestens genauso oft, dass Menschen sich stundenlang am Telefon zuhören, wenn jemand Liebeskummer hat zum Beispiel, obwohl sie gerade keine Zeit haben. Und das machen sie trotzdem und nicht in der Hoffnung auf Karma-Ausgleich im nächsten Leben. Oder dass Menschen wie meine Mutter im Altenheim arbeiten und dort mit Demenzkranken singen, nicht in der Hoffnung auf einen Blumenstrauß am Ende des Jahres. Das heißt, diese Geschichten von Empathie und Solidarität existieren mindestens genauso stark in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das müssen wir weiter verbreiten. Und ich glaube, wir brauchen eine eigene Erzählung, nicht nur eine, die gegen etwas ist, weil nur gegen etwas sein betont meistens das, wogegen wir sind. Ich kann das klar machen an einem Beispiel von der Framing-Theoretikerin und Linguistin Elisabeth Wehling. Unser Gehirn kann nämlich sehr schlecht das Wort nicht denken. Wenn ich jetzt zu euch sage, denkt jetzt nicht an die grauen Haare von Barack Obama. Wer von euch hat nicht an die grauen Haare von Barack Obama gedacht? Wahrscheinlich haben, wie meistens in 99% der Fälle, die Menschen an die grauen Haare von Barack Obama gedacht. Und so ist es auch mit politischen Begriffen und Erzählungen. Wenn wir nur gegen etwas sind, dann betonen wir das, was dahinter kommt. Also wenn wir zum Beispiel gegen Wachstum sind, dann denkt unser Gehirn trotzdem die ganze Zeit Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und wir halten es nicht für möglich, dass eine Wirtschaft anders funktioniert als über Wachstum. Oder wenn wir nur
für No Border sind, also gegen Grenzen, dann denkt unser Gehirn die ganze Zeit Grenzen, Grenzen, Grenzen und es erscheint uns selbstverständlich, dass zwischen Salzburg und München eine Grenze liegt, obwohl nichts darauf hinweist, kein Flusslauf, keine Sprachgrenze, gar nichts. Genauso gut könnten wir aber ja auch von einem maßvollen Wirtschaften sprechen, im Falle von Postwachstum oder Gegenwachstum sein. Maßvoll, ein genügsames Wirtschaften, das transportiert schon etwas anderes, auch sprachlich. Maß, Genügsamkeit. Oder im Falle von No Border könnten wir auch sagen, nee, wir sprechen eigentlich eher von globaler Bewegungsfreiheit. Globale Bewegungsfreiheit, da schwingt was ganz anderes mit. Global, der Globus, das ist der Planet, in dem wir als Schicksalsgemeinschaft zusammenleben. Oder in Bewegungsfreiheit schwingt das Wort bewegen mit, das ist eigentlich etwas tendenziell Positives. Außerdem das Wort Freiheit, frei sein, frei entscheiden können, frei handeln können. Da würden sogar viele FDPler wahrscheinlich sagen, ja, okay, stimmt, globale Bewegungsfreiheit, also das muss erstmal als Standardgesetz sein. Dann würden die das vielleicht später einschränken, aber erstmal würde das als Standardgesetz sein. Das heißt, ich glaube, wir brauchen eine Erzählung, die auch sprachlich unsere eigenen Werte vermittelt. Jetzt bin ich Journalistin und habe nur zusammengetragen, was es bereits an vielen kleinen Geschichten gibt von Solidarität, von Empathie und von Verantwortung, die sich zu einer großen Erzählung zusammenfassen können. Das heißt, ich arbeite üblicherweise so, dass ich rausgehe und Menschen frage, was für Ideen sie haben und sie begleite dabei, diese Ideen umzusetzen. Und da habe ich mir verschiedene angeguckt in den letzten Jahren für Radio-Feature, aber auch für ein Buch, das ich geschrieben habe und habe einige herausgestellt. Es gibt zum Beispiel bedeutsame Streiks im Bereich der Care-Arbeit, der Fürsorgearbeit. Unter anderem habe ich da die Streiks der Pflegerinnen und Pfleger an Krankenhäusern in der Bundesrepublik begleitet, die sich für mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen eingesetzt haben. Und viele verbinden diese Streiks mit einer Idee einer Fürsorgegesellschaft, einer Gesellschaft und einer, in der Fürsorge im Zentrum steht. Also alle Fürsorgetätigkeiten, sogenannte Care-Tätigkeiten, pflegen, erziehen, kochen, Kinder großziehen, Kranke, pflegen, trösten, sich um andere Menschen kümmern. Zum Teil findet das bezahlt statt, zum Teil unbezahlt in Form von Hausarbeit und Familienarbeit und Fürsorgearbeit zu Hause. Und diese Arbeiten müssten eine sehr viel größere Anerkennung in unserer Gesellschaft erfahren. Nicht nur jetzt Worte wie Klatschen im Falle der Corona-Krise, sondern wirklich eine sehr viel bessere Bezahlung, mit sehr viel mehr Personal ausgestattet sein. Und es müssten sich alle Menschen diese Arbeiten teilen, nicht nur Frauen und migrantische Frauen, wie die 300.000 osteuropäischen Frauen, die als 24-Stunden-Pflegerinnen arbeiten, sondern müssten zum Beispiel auch weiße Männer diese Arbeiten übernehmen. Das ist die Idee einer Care-Revolution. Da gibt es noch viele weitere praktische Forderungen, die Care-Revolution stellt, die ich jetzt hier nicht alle erwähnen könnte. Ich habe mir einen weiteren Bereich angeguckt aus dem Bereich der Ökologie und des global verantwortlichen Handelns. Das ist die Idee des Buen Vivir. Die kommt unter anderem von Indigenen aus Lateinamerika. Das ist die Idee eines anderen Zusammenlebens mit der Natur, nämlich eines Zusammenlebens in Achtung der Natur, wo die Natur auch eigene Rechte genießt und wo der Mensch nicht im Zentrum steht. Außerdem ein anderes Gemeinschaftswesen dort und ein Menschenbild eben, wo wir mehr vernetzt sind mit der Natur und unsere Abhängigkeit von ihr anerkennen. Das ist das Zweite, das ich genannt habe. Dann habe ich mir im Bereich Migration die Idee einer globalen Bewegungsfreiheit angeguckt. Das habe ich ja schon angesprochen. Und da gibt es auch Menschen, die das tatsächlich einfach faktisch umsetzen. Eben jene Menschen, die anderen helfen im Mittelmeer, von einem Kontinent auf den anderen zu kommen, ohne dass sie dabei ertrinken. Aber auch Menschen, die hier sagen, in Form der Seebrücke und von solidarischen Städten, wir möchten, dass Menschen hier einfach leben können. Und wir bauen hier Netzwerke auf, dass sie zum Beispiel, auch wenn sie momentan papierlos sind, solidarisch an Arztbehandlungen kommen und an andere Einrichtungen in der Stadt, sodass sie erstmal hier leben können, auch wenn die
bundesnationale Regierung das momentan noch nicht gewährt. Also faktisch schon etwas versuchen zu ändern und dort bessere Bedingungen schaffen. Ich belasse es mal bei den dreien. Ich habe mir noch weitere Ideen angeguckt, auch die des Wohnens. Wie können wir wirklich gut wohnen und was gibt es da für Ideen gegen die steigenden Mietpreise? Außerdem habe ich mir noch Ideen im Bereich der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt angeguckt, wo wir wirklich neue Ideen brauchen für vor allem die Männer und die Rollen, die Männer hier einnehmen dürfen. Da liegt, glaube ich, ein großer Schwerpunkt darin, dass wir die Rolle eines fürsorgenden Mannes brauchen, der dem Mann in der rechten Erzählung auch etwas entgegensetzt, in der der Mann in erster Linie jagt, kämpft und erobert. Wichtig wäre mir jetzt, dass wir diese Erzählungen zusammenführen und da die Gemeinsamkeiten sehen. Ich möchte mich auf einen ersten Schritt fokussieren. Es wird in dieser Reihe noch andere Debattenbeiträge geben. Da geht es sicher auch mehr um konkretes Handeln. Bei mir soll es um die Erzählung gehen. Denn ich glaube, es ist wichtig als erster Schritt, dass wir sehen, dass diese ganzen beschriebenen Kämpfe in einem Zusammenhang stehen und wir die Gemeinsamkeiten herausstellen müssen, um stärker zu werden. Es geht vor allem um drei Gemeinsamkeiten. Alle diese Anliegen, die ich beschrieben habe, diese Kämpfe und auch die Theorien dahinter, die feministischen, ökologischen, migrationspolitischen, wohnungspolitischen, haben Gemeinsamkeiten. Einerseits geht es um ein Menschenbild, das anerkennt, dass wir abhängig sind. Die Feministinnen betonen eher die Abhängigkeit voneinander und vor allem von Fürsorge. Die Ökos betonen eher die Abhängigkeit von der Natur und der Natur von Menschen. Die migrationspolitisch Aktiven betonen eher die Abhängigkeit der Menschen auf diesem Planeten voneinander, vor allem der Menschen im globalen Süden von dem Verhalten hier von uns. Das ist das eine, das Menschenbild, ein Menschenbild der Abhängigkeit und ein Menschenbild, in dem der Mensch in der Lage ist, solidarisch, empathisch und verantwortungsvoll zu handeln. Das zweite ist eine andere Wirtschaftsweise, und zwar eine, die nach Bedürfnislogik funktioniert. Logik funktioniert nicht nach Profitlogik. Das ist am Bereich der Krankenhäuser sichtbar, dass wir Krankenhäuser wieder so gestalten, wie sie bis in die 80er Jahre waren, nämlich nach Bedürfnissen finanziert und nicht nach der Gewinnmaximierung von privaten Konzernen. Das ist auch im Bereich des Wohnens denkbar, dass wir wieder mehr kommunal und genossenschaftlich Wohnungsbau organisieren, anstatt zur Gewinnmaximierung von Wohnungswirtschaftsunternehmen. Und auch im Bereich der Energiegewinnung ist es sinnvoller, gemeinschaftlich, genossenschaftlich zu wirtschaften, als über die Profitinteressen von privaten Unternehmen. Genauso im Bereich der Landwirtschaft ist es sinnvoll, wieder regional und ökologisch und vielleicht genossenschaftlich heute zu wirtschaften. Immerhin bestehen 70% unseres Essens noch aus Produkten, die aus einer traditionellen Landwirtschaft kommen und nicht von den großen Agrarunternehmen. Das gilt es wieder zurückzudrängen. Der dritte Punkt der Gemeinsamkeit neben dem Menschenbild und der anderen Wirtschaftsweise ist eine neue Form der Demokratie. Es entstehen in diesen Bereichen, die ich beschreibe, verschiedene Arten und neue Arten der Mitbestimmung und der Entscheidung, zum Beispiel Räte. Im Bereich der Fürsorge, der Care-Arbeit gibt es einen Rat in Freiburg, wo Menschen ganz lokal zusammenkommen und überlegen, wie wollen wir denn hier zum Beispiel Altenpflege organisieren? Wollen wir das eher privatwirtschaftlich machen oder wollen wir das eher gemeinschaftlich, kommunal organisieren? Es gibt auch Klimaräte. Genauso gibt es Ernährungsräte, wo Menschen diskutieren, wie wollen wir uns hier eigentlich gut ernähren? Wollen wir das eher regional machen oder wollen wir eher Menschen im globalen Süden dafür versklaven? Oder wie können wir organisieren, dass wir uns alle biologisch angebautes Essen leisten können, nicht nur die Reichen? Diese drei Gemeinsamkeiten habe ich herausgearbeitet, also ein anderes Menschenbild, eine andere Wirtschaftsweise und eine neue Art der Demokratie. Wichtig ist mir jetzt, dass wir sehen, dass diese ganzen verschiedenen Bewegungen zusammenhängen und dass wir die auch immer wieder in einen Kontext stellen. Das verstehe ich da unter einer neuen Erzählung. Eine politische Erzählung ist nämlich dann erfolgreich, wenn sie, es kommen wieder drei Sachen erfüllt.
neben anderen, aber die finde ich besonders wichtig. Sie ist erfolgreich, wenn es sich um eine eigene Erzählung handelt, die eigene Werte vermittelt, nicht nur gegen etwas ist, das hatten wir schon. Außerdem ist sie erfolgreich, zweitens, wenn sie am Alltag anknüpft und nicht einfach irgendwas erfindet. Eine Erzählung von Solidarität und Verantwortungsbewusstsein knüpft mindestens so gut an unserem tatsächlichen Erleben und unserem Alltag an wie eine Erzählung von Egoismus und alle gegen alle. Und drittens muss eine Erzählung eine Art Feedback-Schleife haben, um zu verfangen. Das heißt, sie muss immer wieder wiederholt werden. Und wenn wir jetzt diese ganzen einzelnen Bewegungen und Anliegen und Theorien als Teil eines größeren verstehen und immer wieder in den Kontext miteinander stellen und die Gemeinsamkeiten herausstellen, dann haben wir praktisch viel öfter eine ähnliche Art von Erzählung, von Solidarität und Empathie, die immer wieder wiederholt wird, als wenn wir das alles nur als Einzelteile begreifen. Und die globale Gesundheitskrise, glaube ich, kann gerade eine Chance sein, zu sehen, ein weiteres Mal, dass die Sachen zusammenhängen, dass die Interessen von Umweltaktivistinnen und Aktivisten genauso ursächlich sind, genauso entscheidend sind, dass Umweltschutz und Artenvielfalt zum Beispiel wichtig ist, weil wir Pandemien sonst wieder haben, wenn wir die Urwälder nicht in Ruhe lassen, dass es wichtig ist, dass wir unsere Gesundheitssysteme und unsere ganzen Fürsorgesysteme ausbauen und anders gestalten, sodass wir wirklich Zeit haben und die ganze Kraft dafür, uns gut zu versorgen. Aber auch, dass wir sehen, dass die nächste Pandemie wieder dafür sorgen wird, dass wieder Menschen sich auf die Flucht begeben, weil sie dort nicht gut leben können, wo wir leben. Dass also diese Fragen zusammenhängen. Und Corona bietet deswegen die Chance, hier jetzt wirklich darüber nachzudenken, was für eine Gesellschaft und was für eine Wirtschaft wollen wir haben. Welche Wirtschaftsbereiche finden wir zum Beispiel sinnvoll? Krankenhäuser oder Krauss, Maffei Wegmann, die hier in München, wo ich sitze, Panzer herstellen. Was wollen wir? Ich glaube, es ist wichtig, diese ganzen Bewegungen in einen Kontext zu stellen. Deswegen freue ich mich auch über diese Reihe hier, wo verschiedene Ideen zusammenkommen. Denn ich glaube, es ist wichtig, die Idee von Solidarität und von Empathie und von Verantwortungsbewusstsein zu erzählen und zu vergegenwärtigen. Wir haben diese Teile in uns. Wir sind nicht nur Ellbogenkämpferinnen und Egoisten, sondern wir haben mindestens genauso viel solidarisches Moment in uns. Es kommt nur darauf an, was wir füttern. Ich freue mich, wenn ich dazu hier einen Beitrag leisten kann. Ich glaube, eine Erzählung ist nicht der einzige Weg heraus aus der bedrängenden Gegenwart, aber einer von vielen. Vielen Dank.